2014 war eines dieser Jahre, in dem Filme ins Kino kamen. Ja, tolle Einleitung. Ich war in dieser Zeit jedenfalls gefühlte 20 bis 30 Mal im Kino oder im Internet auf kinox.de und hab mir den neuesten Kram angeschaut. Nun ist es unter Film-YouTubern eigentlich Brauch, eine Top 10 der besten bzw. schlechtesten Filme zu machen. Da habe ich allerdings ein Problem mit. Denn es gibt keine 10 Filme, die ich für erwähnenswert halte, sondern 7 und ein Ehrenplatz. Also 7,5, aber das sieht scheiße aus, wenn eine Zahl mit Kommastelle im Titel steht. Ich lasse mir da schon irgendwas einfallen. Wollen wir nicht lange fackeln, sonst habe ich es noch nötig, aufgrund von zu viel Länge Teile des Videos einfach rauszuschneiden und ich nehme... Wisst ihr, was die anderthalbstündigen Streifen der Kriminalfilmreihe Tatort alle gemeinsam haben? Sie sind absolut uninspiriert, konventionell... und langweilig. Aber es gibt Ausnahmen. Denn der am 12.10. erschienene Tatort Im Schmerz geboren war wahrscheinlich verantwortlich für unzählbar viele Herzinfarkte bei Stammzuschauern der Reihe, für welche Spannung und gute Filme scheinbar Fremdwörter sind. Das Ding fängt mit einem Typen an, der aus dem Zug steigt und, naja, wenn Blicke töten könnten, dann... Oh. Achso, sein Name ist Richard Harloff, ein für uns Zuschauer im ersten Moment sehr schleierhafter Charakter und daran will ich nichts ändern. Jedenfalls ist mit ihm scheinbar auch eine Mordserie aus dem Zug gestiegen und LKA-Hauptkommissar Murat versucht diese zu stoppen. Das klingt im ersten Moment relativ langweilig, doch der erste Eindruck täuscht. Erstmal haben alle Szenen einen vorbildlichen Aufbau. Was ich damit meine? Es sind diese Art von Szenen, die man auch einfach alleine zeigen könnte und die trotzdem verdammt spannend wären. Am besten zu vergleichen wäre das wahrscheinlich mit den Dialogen aus einem Tarantino-Film. Außerdem wurde auch für Tatort-Verhältnisse sehr unkonventionelle Techniken und Erzählweisen gesetzt. Zum Beispiel gibt es einen Erzähler, welcher an manchen Stellen des Films die Handlung einfach mal unterbricht und kurz ein paar Worte an die Zuschauer richtet. Ja, am Ende verbeugen sich sogar alle Schauspieler. Bevor ihr nun denkt, dass es einfach nur irgendwelche Mittel sind, um die Qualität des Films selbst zu überspielen, möchte ich anmerken, dass alle diese Elemente nicht ohne Grund hier zu sehen sind. Mehr will ich an der Stelle aber nicht verraten. Es handelt sich hier nicht um einen der besten Filme des Jahres, keine Frage, aber um einen genialen Fernsehfilm, für den man gerne die GEZ-Gebühren bezahlt. Ein Fernsehfilm, der sich etwas traut und mit Minimalbudget versucht, eine Geschichte zu erzählen, welche über die Grenzen eines normalen Tatorts hinausgehen. Davor zolle ich Tribut. Der von Panem war so irrelevant, dass ich ihn mir nicht angeschaut habe. Aber nun zu dem, was das Ganze etwas verschlechtert. Ausschließlich die vorgegebene Laufzeit von 1,5 Stunden. Ihr werdet merken, dass es hier ein Rache-Epos sein wollte, für den die ARD nicht genug Sendezeit und Geld hatte. Schade eigentlich. All das geschieht wegen dir. Du trägst die Schuld an allem, was passiert ist und noch passieren wird. Der Wolf der Geldstraße ist nun der erste der 7 offiziellen Filme auf dieser inoffiziellen Liste, also der letzte von dieser, wenn man sie chronologisch ordnen würde. Sorry. Jordan Belfort ist ein Mann des Geldes. Jordan Belfort ist Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio ist ein Mann ohne Oscar, weil Matthew McConaughey weiß, wie man abnimmt. Da ist der Academy dann auch mal egal, wie das Acting eigentlich war, nämlich nur mittelmäßig meiner Ansicht nach den Dallas Buyers Club. Aber zurück zum Geld. Unser Protagonist will davon nämlich an der Wall Street richtig viel verdienen, was dazu führt, dass wir sehen, wie ein riesiges Imperium aufbaut, Partys feiert, Drogen nimmt und, Prostituierte penetriert. Warum der Film eigentlich auf der Liste ist? 2 Dinge. Erstmal war es der witzigste Film des Jahres. Dabei brüllt er euch nie ins Gesicht, dass es witzig sein soll. Nein, er stellt einfach unkommentiert die Absurditäten der Ereignisse dar und das ist stellenweise einfach zum Totlachen. Ernsthaft, im Kino, in dem ich den gesehen habe, hat man aufgrund des lauten Lachens oft nicht mal verstanden, was sie gesagt haben. Zweitens, die unkommentierte Aufzeigung der Geschehnisse. Viele haben gemeckert, dass dieser Film drogenverherrlichend ist und ich sag euch was, nein. Das stimmt nicht. Der zeigt euch einfach nur, wie Jordan Belfort es in seiner Biografie beschrieben hat. Was für Konsequenzen das Handeln von dem Gilkopf hier im späteren Verlauf des Films hat, werdet ihr sehen. Was ihr dann aber insgesamt davon halten sollt, ist euch selbst überlassen. Das klingt im ersten Moment gar nicht mal so besonders, aber es ist im amerikanischen Hollywood-Kino unglaublich selten geworden. Respekt dafür. Was das Ding davon abhält, ihr höher zu sein, ist dann allerdings, dass er sonst eigentlich keine Besonderheiten aufweist und entschieden zu lang ist, der hätte mindestens eine halbe Stunde kürzer sein können. Trotzdem absolut zum Nachmachen empfohlen. Was? Nimm ihm das Telefon weg! Ich kann dich nicht verstehen. Nimm ihm das Telefon weg! Ich weiß dir kein Wort, Jordan. Komm einfach schnell nach Hause, beeil dich. Nicht.
12 Jahre Sklave sein kann sicherlich nerven, aber viel nerviger ist eigentlich, dass das nun schon der zweite Film auf der Liste ist, zu dem ich eigentlich schon mal was gesagt habe. Damit ich mich nicht schon wieder auf penetrant langweilige Weise wiederholen muss, dachte ich mir, dass wir den Hauptcharakter Salomon Northup einfach selbst erzählen lassen, was ihm so widerfahren ist. Müssen wir Hausschuhe getten? Okay. Ich muss noch hier noch so. Hallo. Ich bin Salomon Northup, auch bekannt als David Garrett in Schwarz. In einer Zeit, wo jeder das Wort Nigger benutzt hat, war ich Fame. Wurde dann aber von so ein paar 31ern über den Tisch gezogen und in die Sklaverei verkauft. Bei dem Spasten aus Star Trek Into Darkness ging das eigentlich noch voll klar. Ohne Scheiß, der war voll nett, der hat mich die ganze Zeit einen besonderen Nigger genannt. Aber dann kam Michael Fassbender und wollte den Oscar als bester Nebendarsteller gewinnen. Das endete darin, dass er versucht hat, Elotrix zu kopieren. Zudem hat er irgendwann auch noch angefangen abzuspacken, als hätte er Parkinson. Hat ihm aber nicht viel gebracht, weil Jared Leto aus Dallas Buyers Club am Ende wie ein Zahnstocher aussah. Was ich im Nachhinein so sagen kann. Es sah da eigentlich voll nice aus. Wenn er nicht die ganze Zeit der Spaß mit der Peitsche rumlaufen würde, könnte ich mir vorstellen, da Urlaub zu machen. Außerdem ist das wie bei Wolf of Wall Street. Wieder richtig Porno, weil wieder alles wieder klein hart gezeigt wird. Blut und so ein Scheiß. Ist klar. Die Realness von allen Beteiligten fand ich auch voll geil, aber scheiße ging mir diese weißen Spassen auf den Sack. Könnt ihr euch vorstellen, wie abgefuckt es wehtut, wenn man mit einer verdammten Peitsche von einem verfickten Schwanz und einen Schlag in die scheiß Wichsfresse? Verdammt, reg dich ab, das soll ein seriöses Video werden und du fluchst hier rum, als wärst du wirklich so ein Sklave. Ich meine... Leck mich, Mann. Such dir einen Scheiß für deine komische Drecksliste, Mann. Man darf doch wohl noch an seiner Rolle aufgehen können, oder nicht? Der Spaß hat einfach keine Ahnung, Mann. Was ist das? Ich weiß schon, warum ich so selten Gastparts in meinen Videos habe. Jedenfalls ist wie schon bei The Wolf of Wall Street vorzuheben, dass hier die Ereignisse, welche angemerkt übrigens auf einer wahren Begebenheit beruhen, unkommentiert dargestellt werden, was dem Ganzen eine gewisse Härte und Unbarmherzigkeit gibt. Extrem gutes Acting, tolle Cinematografie und ein seltener, aber gut gesetzter Soundtrack tun ihr Übriges, um aus 12 Years a Slave eine Leidensgeschichte mit tollem Zeitgefühl zu machen. Kein gute Laune-Film, aber sehr mitreißend und zu keiner Sekunde langweilig. Ich war ein freier Mann. Sklave. Gone Girl, aka der Film, bei dem alle etwas vollkommen anderes erwartet haben, ist auf den ersten Blick ein ziemlich gewöhnlicher Thriller. Wenn ihr die Trailer seht, denkt ihr wahrscheinlich gar nicht daran, was es hier für ein Film ist, und das ist auch gut so. David Fincher Filme sind dafür bekannt, extrem mitreißende Plot-Twists zu haben, weswegen ich hier besonders aufpassen muss, nicht tiefer zu gehen, als es die Trailer tun, denn das könnte euch die Erfahrung ruinieren. Manch einer, der den Streifen nicht gesehen hat, wird nach diesem vielleicht anmerken, dass das doch nun schon... Manch einer, der den Streifen nicht gesehen hat, wird nach vielleicht... Mann, fuck, ich hasse das. Manch einer, der den Streifen nicht gesehen hat, wird nach diesen vielleicht anmerken, dass doch nun schon einige viel zu wichtige Szenen drin vorkamen. Den Leuten sage ich nur... Nein. Ihr habt einen Scheiß gesehen. Nick Dune und Amy Dune scheinen das perfekte Paar zu sein, doch eines Morgens ist Amy verschwunden und die Wohnung teilweise zerlegt. Zufolgedessen sucht die ganze Stadt nach der verschwundenen Dame, dabei ereignen sich allerdings die ganze Zeit merkwürdige Zufälle und das geht so weit, dass irgendwann wirklich keiner mehr einen blassen Schimmer hat, was hier eigentlich los ist. Die erste Hälfte von dem Ding ist ein ordentlich erzählter Krimi, möchte man sagen, aber lasst euch wie gesagt nicht davon täuschen, denn es ist mehr. Was sonst die Qualitäten von dem Teil sind, außer die Story, die ich euch leider nicht verraten kann? David Fincher, also der Regisseur von dem Film, ist ein Perfektionist. Und das sieht man an den Szenen, als auch an den Schauspielern, aus denen ihr Bestes rausgeholt wurde. Und für euch vielleicht ein nicht so wichtiger Punkt, aber mir extrem wichtig, der Soundtrack. Filmemacher lieben es, in Thrillern und Actionfilmen den normalen orchestralen Scheiß abzuziehen. Das heißt Streichergefuchtel im Hintergrund, welches ihr schon so oft ähnlich gehört habt, dass ihr es vielleicht sogar überhört. David Fincher findet das genauso scheiße wie ich. Deswegen ist Trent Reznor, bekannt für sein Projekt Nine Inch Nails, diesmal dafür zuständig. Und dieser weiß einfach, wie man die richtigen Szenen perfekt untermalt. Die Tracks gehen teilweise bis zu 10 Minuten lang und entwickeln sich dabei perfekt zu den Geschehnissen und das kann einfach scheiße beunruhigend werden. Wie toll das wirklich ist, kann ich in so kurzer Zeit und ohne das Zeigen der Szenen leider nicht, aber von mir kriegt Gone Girl auf jeden Fall einen imaginären Award für den besten Soundtrack. Keine Ahnung, ich habe hier halt eine Flöte liegen und lass mich doch in Ruhe. Ich
habe meine Frau nicht umgebracht. Ich bin kein Mörder. Ja, erst soll ich erklären, was in Gone Girl passiert, ohne zu spoilern, und jetzt soll ich innerhalb von 2 Minuten erzählen, was Grand Budapest Hotel für ein Film ist? Wisst ihr, ich habe auch meine Grenzen. Ich zeige euch jetzt eine Szene und ihr erzählt mir dann bitte in den Kommentaren, wie ich das erklären soll. Wer ist Gustav H.? Das bin wohl leider ich, mein Teurer. Dieses Scheißschwuchtel! Er ist ein Concierge! Was wollen Sie hier? Einer großen Frau die letzte Ehre erweisen, einer Frau, die ich liebte. Dieser Mann ist ein Eindringling in meinem Haus. Noch ist es nicht Ihres, Dimitri. Der Erbschein muss erst erteilt werden und der Rechtstitel... Sie bekommen Jüngling mit Apfel nicht, Sie elender, warmer Bruder. Wie soll ich mich jetzt dabei fühlen? Ruf die Polizei! Wir erstatten Anzeige. Dieser Verbrecher plagt meine Familie seit nahezu 20 Jahren. Er ist ein skrupelloser Abenteurer und Hochstapler, der hinter geistig labilen, kranken alten Damen her ist. Und sie vermutlich am Ende noch fickt. Ich gehe mit all meinen Freunden ins Bett. What the fuck? Sagen wir es so, der Film ist von der Grundhandlung eigentlich ernst, aber scheißt regelmäßig bewusst auf Logik und ist generell so detailliert, dass es schon fast wieder surreal ist. Anders gesagt, das hier ist der neueste Film von Wes Anderson, der wahrscheinlich hirnverbrannteste Regisseur in Hollywood, aber dafür muss man seine Filme einfach lieben. Wie der Titel schon sagt, geht es um das Grand Budapest Hotel, beziehungsweise den Concierge Gustav H. und seinen Lobbyboy Zero. Ersterer erbt das unglaublich wertvolle Gemälde Jüngling mit Apfel, allerdings bekommt er dieses nicht aufgrund von eben gezeigten Streitigkeiten. Aus diesem Grund stiehlt er es, was zu einer absolut bescheuerten Verfolgungsjagd führt, welche seinesgleichen sucht. Sie wurde ermordet. Und Sie denken, ich war es. Halt! Wie gesagt, wenn ihr noch keinen Wes Anderson-Film gesehen habt, dann werdet ihr euch nicht nur einmal am Kopf kratzen. Scheinbar hat der Mann nämlich auch einen Tick, alles symmetrisch und geordnet verlaufen zu lassen. Und weil es wahrscheinlich so viel Spaß macht, mit dem Typen zu arbeiten, spielen auch unendlich viele bekannte Schauspieler mit. Selbst wenn sie teilweise nur eine Screentime von weniger als 20 Sekunden haben. Als Soundtrack dient hauptsächlich ein Thema, welches je nach Situation anders gespielt wird. Wenn ein großer Zeitsprung etabliert wird, wechselt einfach mal das Format. Das heißt, man sieht das so aus, manchmal so und manchmal so. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind das die Formate, welche zu denen Zeiten, in welchen der Film gerade spielt, am geläufigsten waren, aber vielleicht ist Wes Anderson auch einfach nur etwas grenzdebil behindert. Mich hat es jedenfalls nicht gestört. Was soll ich sagen? Es ist Wes Anderson. Wenn ihr seine anderen Filme nicht mochtet, werdet ihr den hier auch nicht mögen. Wenn ihr nie Bottle Rocket, Rushmore, The Royal Tenenbaums, die Tiefseetaucher, The Darjeeling Limited, der fantastische Mr. Fox oder Moonrise Kingdom gesehen habt und auf etwas abgedrehteren Kram steht, dann schaut ihn euch auf jeden Fall an. Ich persönlich bin wieder einmal begeistert und kann nicht anders, als ihn so hoch in der Liste zu platzieren. Wisst ihr, als ich angefangen habe, dieses Video zu machen, dachte ich nicht, dass es so lang werden würde. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo eine Reizüberflutung wahrscheinlich kurz bevorsteht. Deswegen unterbreche ich den Kram mal, um euch den wahrscheinlich overratedsten Film des Jahres zu präsentieren. Platz 69. Boyhood. Boyhood ist ein Film, den alle toll fanden, weil er über einen Zeitraum von 12 Jahren gedreht wurde. Der Titel 12 Years a Slave liegt da irgendwie nahe, weil ich mich beim Anschauen degradiert wie ein Sklave fühlte. Und 12 Jahre die Dauer des Films sein könnten, nach Gefühl. Das Erzähltempo lässt sich gut mit einer Schildkröte ohne Beine vergleichen. Er fühlt sich doppelt so lang an wie Nymphomaniac, obwohl Nymphomaniac von der eigentlichen Spielzeit doppelt so lang wie Boyhood ist. Wie der Titel schon sagt, betrachten wir einen Jungen, wie er älter wird. Dabei sehen wir, dass er einmal Dragon Ball guckt und alle sagen, das wäre voll das tolle Zeitgefühl. Jetzt denkt ihr euch sicher, ein Film über 12 Jahre drehen? Das ist so eine tolle Idee. Was erlebt denn dieser Junge für spannende Dinge in seinem Leben? Kann ich euch sagen. Gar keine. Es ist ein scheiß normaler Junge und wir sehen, wie er mit seiner Schwester streitet, er Fotos macht und er dann nochmal Geburtstag hat. Das Ganze ist mit kitschiger Popmusik unterlegt. Um euch ein ungefähres Gefühl von der aufbrausenden Handlung zu geben, lese ich hier mal eine kurze Passage vor. Zu Masons 15. Geburtstag kommt der Vater mit seiner neuen Frau Annie und ihrem Baby zu Besuch. Die Kinder fahren mit den Eltern zu Annie. Vater Mason Senior schenkt Mason eine Post-Beatles-Mix-CD, die er als Black Album bezeichnet, sowie einen Anzug. Annies Mutter schenkt Mason eine Red-Letter-Bible. Annies Vater überreicht ihm ein Schrotgewehr. Samantha und Mason lernen schießen und gehen zum ersten Mal in die Kirche. Mit 15. Mason... Und damit kriegt Boyhood von mir 3 von einigen Punkten, weil es mein allererster Film ist, den ich abbrechen musste. Ich empfehle den Film allen, die Schlafprobleme haben, rate allerdings allen mit Selbstmordgedanken strengstens von diesem Machwerk ab. Wenn man mich vor die Wahl stellen würde, zwischen Boyhood nochmal komplett anschauen und dieses Video in 2 Teile teilen, dann würde...